Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich heute in der Mendelssohn-Remise zum Vortrag von Professorin Dr. Efrat Galet. Bevor ich hier beginne, Sie vorzustellen, stelle ich mich selbst kurz vor. Mein Name ist Christoph Schulte, ich bin Professor für jüdische Studien und Philosophie an der Universität Potsdam. Aber ich bin hier nicht wichtig. Wichtig ist heute unser Gast, wie gesagt, Frau Professorin Dr. Efrat Galet, die Judaistik, Germanistik und Komparatistik in Köln und Bonn und Malerei an der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf studiert hat. Sie wurde 1983 Meisterschülerin dort, hat aber zugleich 2009 und in Jiddistik promoviert an der Universität Düsseldorf und sich 2013 habilitiert in Jiddistik an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und ist dort seit 2016 außerplanmäßige Professorin. Sie war Gastprofessorin für jüdische Studien an der Universität Augsburg. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind moderne jiddische Literatur und jüdische Literaturen im Allgemeinen. Heute werden wir was über hebräische Literatur hören. Die jiddische und die jüdische Kulturgeschichte und Übersetzungstheorien, also literarische Übersetzung in Theorie und Praxis. Ihre Forschungsprojekte beschäftigen sich ebenfalls sehr viel mit der jiddischen Sprache und mit Übersetzungsproblemen. Da gibt es zunächst das Forschungsprojekt In Their Surroundings, Localizing Modern Jewish Literatures in Eastern Europe, das sie durchgeführt hat und wo es um die jiddische Literatur neben anderen jüdischen Literaturen in Osteuropa ging. Dann gibt es ein Editionsprojekt, nämlich die Herausgabe von Elie Falkovic über Buch Jiddisch, Phonetik, Grafik, Lexik und Grammatik. Muss ich nicht übersetzen. Es gibt also eine Ausgabe eines Klassikers. Und dann bis Ende des Jahres noch abzuschließendes Projekt mit dem Titel Ausbau des Jiddischen zur Nationalsprache der sowjetischen Juden 1918 bis 1941. Da geht es um sozusagen das Jiddische, das in der Sowjetunion als Nationalsprache der Juden in der Sowjetunion geplant war und zeitweise gefördert wurde und dann sehr blutig beendet wurde. Eine weitere tragische Geschichte von Juden in Osteuropa. Unter ihren Publikationen ist uns allen bekannt und wird von uns allen bewundert dieses Buch. Ich gebe es gleich rum. Niemands Sprache, Itzig Manger, ein europäischer Dichter. Ein Buch, was auch aufgrund seiner wunderbaren Gestaltung nicht nur national, sondern international Aufsehen erregt hat. Sie werden sehen, vieles in diesem Buch gleich dem, was wir heute in der Mendelssohnschen Bibelausgabe sehen. Es ist nämlich gesetzt in verschiedenen Drucktypen und verschiedenen Textsorten mit Fußnoten, wie eine sogenannte Rabbinerbibel, also die Mikraot Gedolot, beziehungsweise wie ein Talmud. Und seit dem Bomberg-Talmud von 1520 in Venedig, Sie können das hier sehen, da gibt es dann die Lebensgeschichte von Itzig Manger, die erzählt wird, und den Kontext dazu, das Zeitgeschehen, die Entwicklung des Jiddischen und der jiddischen Literatur und vieles andere mehr. Ich gebe es Ihnen rum, da können Sie sich das anschauen. Ich leite jetzt gleich zu dem Vortrag über, wo es natürlich heute Abend um die Mendelssohnsche Übersetzung, also vom Hebräischen, der Tora vom Hebräischen ins Deutsche geht.
Sie hat sich aber auch in anderen Übersetzungen, vor allen Dingen aus dem Jiddischen, ist Efrat Galet bekannt geworden, zum Beispiel Sholem Aleichems Eisenbahngeschichten, die sie übersetzt und herausgegeben hat mit Kollegen zusammen. Sie hat sich aber nicht nur praktisch mit Übersetzungen beschäftigt, sondern auch theoretisch. In einem Aufsatz City of the Dead or the Dead City, Yitzhak Lebusch Peretz as Self-Translator, als ein Beispiel. Yitzhak Lebusch Peretz ist einer der drei großen Klassiker der jiddischen Literatur, und da handelt es sich auch wieder um eine Auseinandersetzung, wie übersetzt man Jiddisch, das von Efrat Galet als eine exterritoriale Literatur und zugleich eine europäische Literatur gewürdigt wird. Da haben wir sozusagen Jiddisch nicht nur als Weltliteratur, sondern als eine der transnationalen europäischen Literaturen. Aber dies bezieht sich alles auf das Jiddische. Heute kriegen wir was Hebräisches. Sie wird uns vortragen, einen Vortrag mit dem Titel, den Sie hier sehen, Pfade des Friedens, Moses Mendelssohn, Übersetzungsstrategien eines jüdischen Aufklärers im 18. Jahrhundert. Und wie ich im Vorgespräch eben erfahren habe, wird es da auch eine Auseinandersetzung natürlich mit der Luther-Übersetzung geben. Herzlich willkommen bei uns, und the floor is yours. Ganz, ganz herzlichen Dank, Professor Schulte. Das ist mir eine Ehre, hier zu stehen und von einem Mendelssohn-Spezialisten eingeführt zu werden. Es ist mir auch eine Ehre, dass Sie, Herr Borel, heute hier sind. Ich fühle mich gleich kleiner. Ich bin nämlich, um das vorweg zu sagen, keine Mendelssohn-Spezialistin. Eine Verehrerin ja, eine sehr interessierte und geneigte Leserin, das ja, aber keine Spezialistin. Und meine Perspektive kommt tatsächlich aus meinem Interesse für Übersetzungsverfahren, für Übersetzungsprozesse. Das ist ein Thema, das ich persönlich spannend finde. Meine Damen und Herren, wie einige von Ihnen vermutlich wissen, ist heute der Vorabend, also der Beginn des jüdischen Wochenfestes. Eine bedeutsame Koinzidenz, denn an Shavuot, so der hebräische Name, 7 Wochen nach dem Pessachfest, das des Auszugs aus Ägypten gedenkt, wird an die göttliche Offenbarung als Schall und Feuer am Berg Sinai und an die Gabe der Tora erinnert. Mose empfing die Gesetzestafel, stieg mit strahlendem Gesicht, nicht wie im Bild aufgrund einer falschen Übersetzung gehörnt, vom Berg Sinai herab und überbrachte dem Volk Israel die Lehre, nach welcher es zu leben habe. Erzählungen, Lehre und Gesetze sind in jenen nach Mose benannten 5 Büchern enthalten, die Moses Mendelssohn um die 3000 Jahre später ins Deutsche übersetzte. Zu Mendelssohns Leben und Werk gibt es eine reiche wissenschaftliche Forschung. Zu den beeindruckenden Werken gehören Namen wie, um hier wirklich nur einzelne zu nennen, Alexander Altmann, Daniel Borel, Schmuel Feiner, Gidon Freudenthal, Christoph Schulte und Werner Weinberger. Im Fokus meines Vortrags steht Mendelssohns Verfahren als Übersetzer. Vorab aber einige Worte zum Kontext. Zwischen 1780 und 1783 erschien die erste deutsche Übersetzung der 5 Bücher Mose durch einen Juden. Mendelssohn publizierte seine deutsche Übersetzung in hebräische Schrift unter dem hebräischen Titel Sefer Netivot HaShalom, das Buch Pfade des Friedens. Seine Übersetzung ergänzte er durch einen hebräisch verfassten Kommentar, der erste moderne Kommentar eines jüdischen Aufklärers.
Das Werk erschien später auch unter dem Titel Targum Ashkenazi, deutsche Übersetzung. Was veranlasste Mendelssohn, der wie Generationen jüdischer Gelehrter vor ihm die Tora auf Hebräisch gelesen und studiert hatte, in den 1770er Jahren den Text ins Deutsche zu übersetzen? Das auslösende Moment war biografisch. Mendelssohn gestaltete die Unterweisung seiner Kinder geschlechtsspezifisch. Bei den Mädchen lag der Schwerpunkt auf europäischen Sprachen und Literatur. Die Jungen hingegen sollten Tora studieren und sich dafür solide Hebräischkenntnisse aneignen. Letzteres entsprach der jüdischen Tradition, die den Sinn des offenbarten Texts von der Sprache der Offenbarung als Einheit verstand. Der Sinn ließ sich nicht von der Sprache also trennen und unverändert in einer anderen wiedergeben. Als der Sohn Josef 6 Jahre alt war, beauftragte Mendelssohn den Privatlehrer Salomon Dubno, seinem Sohn hebräische Grammatik beizubringen. Zugleich vermittelte Mendelssohn seinem Sohn den alten Text, indem er diesen ins Deutsche übersetzte. Das war nicht ungewöhnlich, denn viele Jahrtausende zuvor hat man dasselbe mit Aramäisch bereits gemacht, später mit Griechisch, später mit Jiddisch. Also es gehörte zu Didaktik, es gehörte zum Umgang mit Text, solange die Lingua Franca sich vom Hebräischen differierte. In den 1770er Jahren beherrschten seine Kinder, wie auch die Kinder anderer Berliner Juden, die deutsche Sprache, wenngleich man unter sich Jiddisch sprach. Der Ausgangspunkt also für das unter der Bezeichnung Biur, was übrigens grammatikalisch falsch ist, das sollte korrekterweise Beur heißen, aber es ist in die Geschichte als Biur eingegangen, obwohl alle Gelehrten perfekte Grammatiker waren. Also, dieses Werk, das berühmt gewordene deutsche Übersetzungswerk mit hebräischem Kommentar, so Mendelssohn in seinem Vorwort, war die Unterweisung seiner Kinder. Die Publikation regte der Privatlehrer Dubno an, der von Mendelssohns innovative Lehrmethode begeistert war. Also das Innovative daran war die deutsche Sprache. Er war es auch, der die Ergänzung des Kommentars anregte. Der Kommentar, zum Teil in Zusammenarbeit mit Dubno und mit anderen Maskelim-Aufklärern, wie etwa Naftali Herz-Wessely, entstanden, zeugt von Mendelssohns geistigem Horizont, der europäischen Philosophie und rabbinische Auslegungsliteratur gleichermaßen umfasst. Methodisch verschränkt er moderne philosophische Perspektiven mit jenen traditioneller rabbinischer Literatur. Kein einfacher Kraftakt. Vergegenwärtigen wir uns. Der anerkannte deutsche Aufklärer und Philosoph, 1763 bereits Preisträger der Königlichen Akademie, ist Angehöriger einer Minoritätskultur und als Jude ein Fremder. Unter seinen christlichen Zeitgenossen wird er mit einer Haltung konfrontiert, die die rabbinische Gedankenwelt als intellektuell provinziell und hermeneutisch ungenügend fundiert erachtet. Mit seinem Bibelkommentar bejaht Mendelssohn nicht nur das Neue, sondern bekräftigt zugleich die Gültigkeit des Alten. Sein Verfahren als Exeget und, wie wir gleich sehen werden, auch als Übersetzer, ist multifokal und synthetisiert moderne philosophische und philologische Erkenntnisse mit dem, was er in antiker und mittelalterlicher jüdischer Exegese als scharfsinnige Ergründung anerkennt. Auch seine Übersetzung zeugt vom Bemühen, Deutsch zu sprechen, ohne die eigene jüdische Geisteswelt zu leugnen. Sie sehen die erste Seite aus dem dritten Buch Mose. Die Aufmachung dieser Erstauflage zeugt von Mendelssohns Intention, seine Übersetzung und deren Kommentar in die Tradition rabbinischer Bibel zu stellen.
Diese bringen den biblischen Text als Urtext und in aramäische Übersetzung. Das ist, was Sie in der Mitte unter diesem wunderbaren Verzierung sehen. Ich kann leider nicht pointen, ich kann nur so mit dem Finger aus der Ferne so zeigen. Und darum, drumherum, also dieses Stück ist umgeben von kanonisch gewordenen Kommentaren mittelalterlicher Gelehrten wie Rashi und Abraham ibn Ezra. Diese spezifische typografische Glanzleistung von Daniel Bomberg in Venedig prägte die Konvention rabbinische Bibeln auch für die Folgegenerationen. Es ist wichtig zu wissen, dass Daniel Bomberg das nicht erfunden hatte. Wir haben Handschriften von solchen Bibeln und auch vom Talmud, bereits meinetwegen aus dem 10. Jahrhundert etwa. Und diese weisen auf, also diese zeigen uns tatsächlich die Gleichzeitigkeit eines Diskurses, weil wir auf einer Seite einen Text, der Jahrhunderte alt ist, finden und aus verschiedenen geografischen Strichen dieser Welt und von verschiedenen Zeiten und aus verschiedenen Perspektiven drumherum die Kommentare. Also wir haben eine Seite, wenn Sie so wollen, mit lauter Hyperlinks, wie wir das heute so im Rechner kennen, das ist nur technisch auf eine Seite gebracht und im Grunde genommen etwas Symphonisches, Polyphonisches darstellt, eine sehr komplexe Art des Denkens. Mendelssohn möchte in dieser Tradition stehen. Und gehen wir zurück zu seinem Buch, sehen wir das auch. Er wählt dasselbe Erscheinungsbild, ändert aber die Inhalte. Neben dem hebräischen Vers steht nun der deutsche. Unter dem hebräischen Vers steht die Kunst Sufrim, nämlich die Korrektur der Schriftgelehrten, ein Apparat grammatikalisch-philologische Lesevarianten. Schließlich in semikursive Schrift, wie sie üblicherweise beim Rashi-Kommentar verwendet wurde, Mendelssohns Biur-Kommentar, der großflächig die Seite einnimmt. Sieht wie das Altbekannte, ist aber gänzlich neu. Mit diesem Erscheinungsbild stellte Mendelssohn seine Übersetzung in die jahrhundertealte Tradition rabbinische Bibeln, welche er mit seiner deutschen Übersetzung und neuem Kommentar zugleich revolutionierte. Die im Buchdruck seit dem 16. Jahrhundert überlieferte typografische Gestalt war der intendierten Leserschaft vertraut, die Inhalte hingegen neu. Für die Zielgruppe dieser Publikation, die im deutschen Sprachraum ansässige jüdische Gemeinschaft, war das ein radikaler Schritt, der die Weichen für eine mögliche Beteiligung an der hegemonialen deutschen Kultur stellen sollte. Kritik aus konservativer rabbinischer Seite stellte sich erwartungsgemäß ein. Diese befürchtete nämlich, dass die Vermittlung deutscher Sprachkenntnisse den Zugang zu deutscher säkularen Literatur und Wissenschaft schlechthin verschaffen und schließlich zur Assimilation führen würde. Was nicht ganz so verkehrt war, wie uns die Geschichte lehrt, aber was Mendelssohn mit Sicherheit weder vorausschauen konnte, noch jemals beabsichtigt hätte. Seine Bibel erfuhr jedoch eine breite Rezeption und wurde wiederholt aufgelegt. Hier sehen Sie ein Beispiel aus dem Jahr 1792 für eine Ausgabe der deutschen Übersetzung ohne Quelltext und Kommentar. Der Buchtitel steht hebräisch in sogenannter Quadratschrift. Die deutsche Übersetzung wurde in einer Schrift gesetzt, die man Weiberdeutsch nannte und für jiddische Bibelübersetzung üblich war. Und wenn Sie die ersten zwei Zeilen zu lesen versuchen, was Sie ja alle kennen, weil Sie ja das hebräische Alphabet alle beherrschen, dann können Sie erkennen, dass es deutsch ist und dass da steht, im Anfang erschuf Gott die Himmel und die Erde und so weiter. Ein späteres Beispiel aus dem Jahre 1805, hier die erste Seite der Genesis, integriert die traditionellen mit den neuen Komponenten. Oben in hebräischer Quadratschrift steht das Wort Bereshit, im Anfang die hebräische Buchbezeichnung. Die großen
mit Vokalzeichen versehenen Schriftzeichen bringen den hebräischen Quelltext. Darunter in kleinerer Schriftgröße die aramäische Übersetzung. Daneben der kanonische Rashi-Kommentar. Das ist also hier ganz links. Darüber in der äußeren Kolumne Mendelssohn deutsche Übersetzung in hebräische Schriftzeichen. Das ist das, worauf dieser orangene Pfeil verweist auf der linken Seite. Sie lautet hier eben, im Anfang erschuf Gott die Himmel und die Erde aber war unförmlich und vermischt. Und unter dem horizontalen Strich steht sein hebräischer Kommentar, ergänzt von einem weiteren Kommentar. Sie sehen zwei so horizontale schwarze Striche und sie unterscheiden bereits zwei aufklärerische Kommentare. Also Sie merken, das hat Schwung genommen, ja, das hat eine eigene Dynamik entwickelt, dieses Unterfangen. Alle Kommentare sind hier in der traditionell für Kommentare verwendeten semikursiven Schrift. Mit Hilfe dieser Bibelübersetzung sollten Mendelssohns jüdische Zeitgenossen, welche eine Übersetzung des Hebräischen als Brücke bedurften, die Quelle der eigenen Kultur erschließen. Zugleich sollte der in deutscher Sprache vermittelte Text ein Tor zur Teilhabe an einer rationalistisch-liberalen Kultur öffnen, wie sie die europäische Aufklärung entwarf. Mendelssohn stand, wie bereits erwähnt, in einem spannungsvollen, nicht konfliktfreien interreligiösen Austausch. Seine Bibelübersetzung sollte daher auch Christen zur Aufklärung über ein Judentum dienen, das in Mendelssohns Übersetzung in anderem Licht erschien. So autorisierte er eine durch den Theologen Josias Friedrich Löffler in lateinischer Schrift edierte Ausgabe der Genesis. Das Buch erschien laut Meyers Bibliographie bereits 1780, also ich habe eine Aufnahme leider nicht finden können. Sie sehen eine Ausgabe von 1805. Das Umschriftprojekt wurde aber zunächst eingestellt und erst einige Jahre später erneut aufgegriffen. Übersetzen verlangt per se eine doppelte Kompetenz. Ein gründliches Verstehen der Quelle und die Beherrschung der Zielsprache. Vor Mendelssohn stand ein Jahrtausende alter Text, den es nicht nur wörtlich, sondern auch historisch, sprich kultur- und geistesgeschichtlich zu übersetzen galt. Mit anderen Worten, aus einem kulturhistorischen Kontext in einen zeitlich und sprachlich anderen kulturhistorischen Kontext zu überführen. Übersetzer lernen von ihren Vorgängern. Das machen wir alle. Wir gucken alle, was unsere Vorgänger gemacht haben, wenn es welche gibt. Das gibt sie nicht immer. Und zwar deswegen, weil wir eigentlich von ihnen abweichen wollen. Ja? Aber das tun wir auch nicht immer. Hieronymus zum Beispiel konsultierte die Septuaginta, die Übersetzung ins Griechische, sowie die älteren aramäischen Bibelübersetzungen und, sofern zugänglich, rabbinische Auslegungsliteratur. Luther konsultierte die Septuaginta und Hieronymus' lateinische Übersetzung, die Vulgata. Und natürlich seinen Mitarbeiter Melanchthon, das war ganz wichtig. Übersetzungsprozesse entstehen im Spannungsfeld zwischen Quell- und Zielsprache. 1838 beschrieb Friedrich Schleiermacher in seiner Abhandlung über die verschiedenen Methoden des Übersetzens zwei Grundstrategien. Die eine bringe den Autor zum Leser, die andere den Leser zum Autor. Ein anschauliches Bild, dessen Dynamik in heutiger Terminologie etwa von Lorenz Venuti mit einbürgernd versus verfremdend bezeichnet wird. Auf die hebräische Bibel bezogen ergibt sich aus diesem Gegensatz die Frage, soll die Übersetzung ganz und gar deutsch klingen oder darf das Fremde semantisch oder kulturell im deutschen Text mitsprechen? Eine andere wichtige Frage betrifft das Verständnis des Sinns, der dem Quelltext innewohnt.
Seit der Antike herrschte die Vorstellung eines unveränderlichen Sinns, den die Übersetzung reproduziert. Also gar kein Problem, wir verstehen, was es heißt, und was wir in unserer Sprache sagen, ist genau dasselbe. Nichts hat sich verändert. Das ist eine interessante Vorstellung. Die Essenz des Quelltexts laut dieser Vorstellung bleibt selbst bei Anpassung an eine Zielsprache und deren Kultur, und das ist der entscheidende Punkt, unverändert. Sie wissen, dass wenn man von einer Sprache in eine andere übersetzt, man manchmal noch nicht einmal die entsprechenden Wörter findet für Dinge, die es in der Kultur der Zielsprache nicht gibt. Dafür gibt es dann in der Sprache auch keine Wörter. Was tut man dann? Ja, aber diese Vorstellung geht davon aus, dass es irgendeine invariable Essenz gibt und diese lässt sich von einem Gefäß, also Sprache, in ein anderes gießen. Und es bleibt, der Wein geht nicht verloren, geht nicht kaputt, der Geschmack bleibt derselbe. So betrachtet ließ sich die hebräische Quelle christlich aneignen, denn die Projektion christlicher Inhalte bei semantischen Entscheidungen galt als das Richtige. Nicht wahr? Also das ist ganz wichtig und das ist entscheidend für Hieronymus und seine Übersetzung und das ist entscheidend auch für Luther und seine Übersetzung, dass an bestimmten Stellen, wenn die Frage auftaucht, wie übersetze ich etwas Bestimmtes, die theologische Vorstellung das richtige Wort wählen macht. Dass der Quelltext mit christlicher Theologie nicht zu tun haben konnte, weil es sie noch gar nicht gab, als dieser Text entstand, spielt gar keine Rolle. Das heißt, im Grunde genommen, was wir machen, ein neuer Kontext löst und löscht den alten Kontext aus. Das muss man sich eigentlich vorstellen. Das ist, wie Kulturen von anderen Kulturen Dinge sich aneignen. Das nennt sich Appropriation und gelegentlich ist das ein Gewaltakt. Ja, das ist ein Akt der Eroberung. Mit dem Heiligen Text kam noch etwas anderes Wichtiges hinzu, was bereits in dem Namen Altes Testament mitklingt, es ging auch um Enterbung. Ja, da war auch das Interesse, dass etwas Neues das Alte ablöst. Wir sind jetzt die richtigen Erben. Die anderen wurden enterbt. Zurück zur Übersetzungsstrategie. Dass ein derartiges Übersetzen ein Gewaltakt im Dienst kultureller Eroberung sei, machte erst Venuti deutlich. Im 18. Jahrhundert hingegen betrachtet man Übersetzung als Interpretation des Quelltextes. Und das ist eine wichtige Unterscheidung zu der Perspektive der Antike. Also von einem funktionellen Modell geht man zu einem interpretierenden Modell über. Der sogenannte Sinn, so auch unser heutiges Verständnis, ist je nach Interpretation veränderlich. Eine Übersetzung kann daher nur eine partielle Übereinstimmung von Ausgangs- und Zieltext erreichen. Nach diesem hermeneutischen Modell ist der Prozess der Übersetzung ein kommentierender Akt. Aus heutiger Sicht vermittelt daher jede Übersetzung eine zeitbedingte Auslegung des Quelltexts, der mit jeder erneuten Übersetzung umgewandelt und, um mit Benjamin zu sprechen, fortgesetzt wird. Ja, Benjamin spricht vom Fortleben der Quelltexte in den übersetzten Texten. Mit diesen Fragen im Sinn möchte ich einige Verse in Mendelssohns Übersetzung genauer anschauen und im Vergleich zu Luther und späteren jüdischen Übersetzern am Beispiel Zuns und Buber-Rosenzweig Mendelssohns Verfahren beim Übersetzen zu veranschaulichen versuchen. Also ich nehme bewusst hier die ganz wichtige Gestalt der Luther-Übersetzung, die einfach gigantisch im Raum steht aufgrund ihrer unzweifelhaften literarischen Qualität und vor allen Dingen auch aufgrund ihrer Nachwirkung. Und die anderen sind eben drei jüdische Übersetzer. Und ich möchte Ihnen heute Abend versuchen zu zeigen, was geschieht hier, was passiert bei den einzelnen Leuten. Vor Mendelssohn stand ein Sprachgigant in Gestalt der bereits über 200 Jahre alten Luther-Übersetzung. Wie prägend Luthers Deutsch für spätere Literaten war, ist Ihnen wohl bekannt.
Zugleich entstand Luthers Übersetzung im Dienst eines Reformprojekts, nämlich seines Reformprojekts, und war semantisch entsprechend theologisch geprägt. Das wusste Mendelssohn nur sehr genau. Darüber hinaus kannte Mendelssohn Johann David Michaelis deutsche Übersetzung des Alten Testaments mit Anmerkungen für Ungelehrte. Sie waren ja befreundet. Und er war mit zeitgenössischen christlichen Kommentarwerken vertraut. Mendelssohn selbst bekannte seine Bewunderung für die Sprache Luthers im Zusammenhang mit seiner Übersetzung der Psalmen. Ich bin so wenig in Neuerung verliebt gewesen, dass ich mich sogar, was die Sprache betrifft, genauer an Dr. Luther gehalten als an spätere Übersetzer. Wo diese richtig übersetzt hat, scheint er mir auch glücklich verdeutscht zu haben. Während sich das Übersetzen in diesem Text auf die Quellsprache bezieht, betont Mendelssohns Verdeutschen das Verhältnis zur Zielsprache. Dies vor Schleiermacher, aber ganz in dessen Sinn. Ferner positioniert sich Mendelssohn in seinen Zeilen an den Leser als Übersetzer, der sehr wohl die verfremdende Strategie gelegentlich wählt. Und ich habe selbst die hebräische Redensarten nicht gescheut, die er, Luther, einmal in die Sprache aufgenommen. Ob sie gleich nicht echtes Deutsch sein mögen, da sie der Gebrauch nun einmal der Sprache gleichsam einverleibt und der Andacht geweiht hat, so verliert der Übersetzer viel, der sie durchaus vermeiden will. Also beides ist da. Es ist die Bewunderung für das Verdeutschen, für die elegante Lösung, und es ist die Bereitschaft, dort, wo notwendig ist, zu verfremden. Das heißt, mit dieser Selbstdeklaration macht Mendelssohn klar, dass er mit zwei Strategien, wenn ich also dieses schleiersche Modell nehme, zeitgleich verfahren möchte. Und auch hier bei dieser Ausgabe argumentiert Mendelssohn, wie später auch Schleiermacher, dass das Einbeziehen fremdsprachlicher Elemente zwar zunächst verfremdend wirkt, aber letztlich die Zielsprache bereichert. Das, sagt Schleiermacher, wenn die Texte mit diesem fremden Gehalt rezipiert, das heißt gelesen und irgendwo assimiliert werden. Das ist mit Luther durchaus passiert. Das traurige Schicksal von Mendelssohn und noch tragischere Schicksal von Bube Rosenzweig wird sein, dass das mit ihren Übersetzungen in der nicht-jüdischen deutschen Leserschaft nicht passiert ist. Weswegen also deren Neologismen, deren Errungenschaften sprachlicher Art nicht in die deutsche Sprache eingeflossen sind. Sie bleiben für den deutschen Leser nach wie vor befremdlich. Ja, das ist... Gut, legen wir los. Wir gucken uns mal den Anfang der Genesis noch einmal an und Sie erkennen gleich am fremden Schriftbild, dass die Übersetzung aus einer fremden Sprache mit deren dem Deutschen ungleichen Lexik und Syntax hier auch das Übersetzen aus einem fremden Schriftsystem bedeutet. Ich möchte Ihnen das einfach bewusst machen, dass auch das bereits ein Akt des Übersetzens ist, von einem Alphabet in ein anderes umzuschreiben. Eben von Problemen der Lexik und Semantik ganz zu schweigen. Die obere Zeile bringt in lateinischer Umschrift das, was drunter auf Hebräisch steht. Und ich bitte Sie, wenn Sie mitgucken, einfach von rechts nach links zu lesen. Das ist für Sie ein bisschen ungewohnt vielleicht, aber das ist, wie Hebräisch funktioniert. Wir lesen also, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz. Schauen wir uns diese Worte genau an. Bereshit heißt so etwas wie in, bara ist klar, schuf, erschuf, ha shamaim ist ein interessantes Kollektivum im Hebräischen, der Himmel ist im Hebräischen immer in der Pluralform und setzt eine Vorstellung voraus von einer Komplexität. Was da oben ist, ist komplexe Natur mit diesem Begriff und das ist, was ich hier so ein bisschen versuche zu zeigen, das müssen Sie nicht so genau lesen, aber wenn es Sie interessiert, sind die Verweise auf andere antike Sprachen, also die Sprachen des Vorderen Orients mit Ugarit
und Akkadisch und Aramäisch und Arabisch, und man merkt, dass es ungefähr gleich klingt. Also das ist derselbe Wurzel in anderen Sprachen, und da muss man sich auch vorstellen, dass die hebräische Kultur in einem bestimmten Kontext im Vorderen Orient entstanden ist und entsprechend auch die Theologie, die die Hebräer erschaffen haben, aus diesen Kontexten speist. Und manches, was man vielleicht nicht ganz so angepasst hat, wird im Hebräischen mitklingen. Ja, also bestimmte Gottesnamen, die früher verschiedene Götter zum Beispiel bezeichneten, werden in die hebräische Bibel als alle Namen des einen einfließen, um ein Beispiel hier zu geben. Also, so viel zu den einzelnen Worten hier. Gehen wir zum zweiten Vers und dann schauen wir uns die Übersetzung an. Wer aretz haita tohu vavohu vechoshech al penei tehom veruach Elohim merachefet al penei hamaim. Also, und das Land war Tohu Wavohu, wir gucken uns gleich, was das ist, und Finsternis über dem Antlitz von etwas, was vermutlich ein Abgrund ist, und ein Wort, was für Wind, für Hauch, für Braus, bezogen in ein Kompositum oder Genitivform auf Elohim, dem Gottesnamen, schwebt ganz leicht über dem Antlitz, wenn man so will, des Wassers. Ich möchte Ihnen genau zeigen, was wir hier für Probleme haben. Ich wähle jetzt die Probleme aus. Es ist jetzt kein Hebräischunterricht, aber ich möchte Ihnen zeigen, womit Mendelssohn, Luther und alle anderen sich haben plagen müssen. Also eine Plage, die sie haben, ist die wunderschöne Poesie der hebräischen Bibel. Dieses Wort, Tohu Wavohu, was ins Deutsche Einzug erhalten hat, ist unübersetzbar und kaum nachzubilden, denn was wir hier haben, eine Art Paarformel, besteht aus zwei Silben, wovon die zweite Silbe die gleiche ist und nur der erste Konsonant ändert sich. Das T wechselt mit einem B, was, wenn es nicht am Anfang ist, zu W wird. Also Tohu, Wohu, Wohu. Klingt sehr ähnlich und hat eine Alliteration und steht für etwas, was sich eigentlich nicht sagen lässt. Wenn Sie versuchen werden, Mythen zu vergleichen, ja, ich habe das im vorigen Semester gemacht, da haben wir Enuma Elish gelesen, da haben wir Purusha Suktam gelesen und dann haben wir die hebräische Bibel gelesen, da werden Sie merken, alle machen sich unheimlich viel Mühe, diesen Zustand vor dem Dasein von irgendetwas zu umschreiben. Denn damit muss der Mensch über etwas sprechen, wofür der Mensch keine Sprache hat. Er war ja nicht dort. Wie soll ein Mensch über etwas reden, was unbegreiflich ist? Die hebräische Bibel hat dafür diese Formel Tohu Wavohu, und wir tun so, als würden wir diese Worte verstehen. An sich denke ich, verstehen wir sie nicht wirklich. Tatsächlich ist es auch so, dass diese Wörter einzeln, zumindest Bohu im Hebräischen, gar nicht existiert. Das existiert im Arabischen, aber nicht im Hebräischen. Das heißt, diese Paarformel war damals ein Neologismus, um etwas zu bezeichnen, wofür es keine Worte gibt. Aber es klingt ähnlich. Und was man hier hört, ist Hauch, nicht? Man hat etwas gewählt mit Hu, Hu, also etwas, was mit Odem zu tun hat und mit Hauch. Das ist ganz interessant. Tehom ist ein schwieriges Wort, darüber streiten sich hebräische Linguisten. Manche sagen, es kommt von Tiamat, und Tiamat ist in Enuma Elish die Königin des Urgewässers, wird also von dem anderen zerstückelt und zerfleischt. Also spannende Geschichte, wie das Wasser, gezäumt, also beherrscht wird, dieses Urwasser, das alles bedroht. Manche sagen, Tehom kommt von Tiamat, andere sagen, also gerade heute Altorientalisten sagen, geht gar nicht, stimmt nicht. Also es gibt beide Meinungen, steht aber im Großen und Ganzen biblisch für Urmeer und für Grundwasser. Dann haben wir das Problem mit Ruach. Ruach ist hebräisch die Bewegung der Luft. Das ist, wofür es steht. Und das passt wunderbar zu dem, was Tohu und Wohu an Klang bereits erzeugen.
Es kam figurativ tatsächlich auch für Seele und später auch, und ich rede hier nur über die Bedeutung übrigens, die Erklärungen, die ich hier gebe, die beziehen sich auf biblisches Hebräisch, also mich interessiert jetzt nicht, was es später heißt. Dann gibt es diese Kompositum bestehend aus einer Präposition und einem Stück aus einem deklinierten Substantiv mit Alpenei. Und Alpenei ist wunderbar. Es ist etwas, was alte Sprache sehr gerne tun. Eigentlich könnte man einfach sagen, oben drüber. Ja, das ist nur langweilig. Was man sich vorstellt in den alten Sprachen, ist, dass alles ein Gesicht hat. Das, was wir von den Dingen sehen, ist doch das Gesicht. Ja? Das ist das Vorne der Dinge. Also das Vorne dieses Abgrunds und dann, was da drüber ist. Das ist Alpenei. Das ist, was diese wunderbare Kombination zum Ausdruck bringt. Und man kann das schlicht und ergreifend mit über übersetzen. Aber da geht etwas verloren. Ja? Und wir werden sehen, dass Luther drüber hinweg geht und die anderen eben versuchen, das wiederum zu retten. Das Wort Maim ist im ganzen Vorderen Orient sehr ähnlich überliefert und ist ähnlich wie Shamaim auch ein Kollektivum für Wasser. Voilà, jetzt haben wir den Vergleich und ich habe hier so farblich markiert, was das Gleiche bedeutet, in derselben Farbe, aber unterschiedlich in den verschiedenen Übersetzungen gelöst wird. Wir haben das die verschiedenen Übersetzer gelöst. Also, das erste Problem ist mit Bereshit. Was macht man mit diesem B? Anders als das gängige am Anfang betont das im Anfang den Prozess, positioniert uns nicht an den Beginn des Geschehens, sondern bereits innerhalb des Anfangsgeschehens. Das finde ich ein spannender und bedeutsamer Punkt, denn das besagt uns, Kinder, wenn ich euch etwas über die Schöpfung erzähle, ich kann euch nicht sagen, wie es wirklich begann. Das, wovon ich spreche als Anfang, hat bereits angefangen, da sind wir schon im Geschehen mittendrin. Ja? Wenn wir das mit am Anfang übersetzen im Deutschen, wie es eben Luther und seine Nachfolger machen und was im Deutschen auch geläufig ist, geht uns da eine ganz wichtige Erkenntnis, die dieser Text vermittelt, verloren. Mendelssohn bemüht sich als einziger auch um die vielen Himmel. Ja, alle anderen, auch die anderen jüdischen Übersetzer, benehmen sich an der Stelle normal und sagen, man sagt im Deutschen der Himmel, damit haben wir kein Problem. Aber Mendelssohn weiß, ich denke, Buber Rosenzweig haben es auch gewusst, aber sie haben entschieden, da nicht zu sehr aus der Reihe zu tanzen. Er aber will die Vorstellung, dass es nicht einen Himmel gibt, sondern eine Komplexität von Himmeln. Für die klanglich schwer abzubildende Paarformel Tohu Wavohu findet Mendelssohn in unförmlich und vermischt ein Wortpaar mit klangähnlichen Konsonanten und beschreitet einen Weg, den Buber Rosenzweig 150 Jahre später mit Irrsal und Wirrsal fortführen. Das klingt für Sie wahrscheinlich heute ganz komisch. Was ist Irrsal? Was ist Wirrsal? Öffnen Sie bitte das Grimm-Wörterbuch, Sie finden die Wörter drin. Da haben also Buber Rosenzweig eigentlich nichts erfunden. Was Sie erfunden haben, ist die Verbindung dieser beiden Substantive. Und das machen Sie deswegen, weil Sie zweisilbig sind, wie Tohu, Irrsal, zweisilbig, und weil Sie gleich funktionieren. Nicht? Also Sie haben ein gleiches Glied und ein veränderliches Glied, ein ungleiches Glied. Also das bildet ganz genau das ab. Also besser kann man sich das gar nicht vorstellen im Deutschen. Ich halte das für eine geniale Leistung, hat sich aber leider nicht bewährt, wenn ich mir gucke, wie die Deutschsprache heute ist. Das ist verloren gegangen. Die Sache mit dem Antlitz auf der Fläche führt bereits Mendelssohn ein. Ihm ist es wichtig. Es ist nicht einfach oben drüber. Ganz interessant ist die Frage nach dem Geist. Das mit dem Geist ist im Zusammenhang mit Luther klar. Und Luther sagt uns auch etwas Logisches dazu. Bei ihm in der Erstausgabe gibt es da eine Fußnote und sagt, er weiß, dass Ruach eigentlich Wind bedeutet. Er sagt, Wind ist damals aber noch nicht da gewesen. Das heißt, Luther kommt daher, guckt sich die Logik der Schöpfungsgeschichte und sagt, was? Wie kann man hier von Wind reden, bevor es Wind gegeben hat?
Er hätte einmal wirklich Enuma Elish lesen sollen, hat er nicht gemacht. Und er hätte mal Purusha Suktam lesen sollen. Purusha Suktam beginnt nämlich, das vedische Gesang beginnt mit der Vorstellung, dass es am Anfang so etwas Unbeschreibliches, Urtümliches, es war nichts. Und die Beschreibung des Nichts ist großartig, weil das alles ex negativo ist. Es war nicht das und es war nicht das und es war nicht das und es war nicht das. Und dann gibt es ein altvedisches Wort, das man übersetzen kann mit Impuls. Wunsch oder eben Pulsierung. Und das setzt plötzlich alles in Gang. Ja, wo ist das denn hergekommen? Hätte Luther das gelesen, hätte ihm das Wort Wind hier vielleicht auch nicht gestört. Schöpfungsmythen sind nicht logisch, können nicht logisch sein. Aber Geist hat Luther natürlich theologisch wunderbar gepasst. Ich vermute, dass Mendelssohn das akzeptiert, weil er Geist in dem Kontrast vielleicht zu Materie denkt und als Philosoph kann er sich etwas darunter vorstellen. Aber verstehen Sie bitte, das ist konkretistisch. Das Wort Geist für Ruach ist eine konkretistische Lösung auf Deutsch. Und man folgt ihm. Zuns bleibt auch noch mit Geist. Und erst Puber-Rosenzweig erlauben sich, von Braus zu sprechen und versuchen damit etwas Ungreifbares, etwas, was so ganz leicht ein Hauch, das da ist, in diese Schöpfungsgeschichte zu etablieren, wie sie auf Hebräisch tatsächlich erzählt wird. Interessant aber ist die Wortwahl des Verbes für dieses, also des Prädikats. Das finde ich ganz interessant bei Mendelssohn, denn das Verb weben wird im Grimm-Wörterbuch in drei Bedeutungen erläutert. Auf dem Webstuhl verfertigen, das ist das, wir alle kennen, dann sich hin und her bewegen, sich zeigen und wirksam sein, das ist die zweite Bedeutung, und, interessant, wehen, weben bedeutet wehen. Mendelssohn verwendet weben in dieser zweiten und dritten Bedeutung. Der Ursprung dieser Bedeutung sagt uns Grimm, ist schwer zu beurteilen. Also man weiß nicht so genau, wo das herkommt. Die dritte Bedeutung, wehen sei, ich zitiere jetzt Grimm, von Luther in die Schriftsprache eingeführt worden, später aber nur der Dichtersprache verblieben, wo es von dem zweiten Weben nicht mehr geschieden werden kann. Also Mendelssohn entscheidet an dieser Stelle, Luther mit Schweben nicht zu folgen, weil ihm Schweben schon zu konkret ist und er nimmt hier Wehen. Und was er damit erreicht, durch dieses Prädikat, holt er die Windqualität des hebräischen Ruach wieder zurück. Buber-Rosenzweig sind mit Braus Gottes Schwingen über dem Antlitz der Wasser noch näher an der poetischen Sprachgestaltung des Quelltexts. Mendelssohn aber betrat als erster jüdische Übersetzer diesen Weg. Und das müssen wir uns ganz klar vor Augen führen, dass er an dieser Stelle radikal zum ersten Mal sich gegen dieses monolithische Ding, Luther-Übersetzung, stellt. Ich bin selber Übersetzerin und ich denke, dazu gehört sehr viel Mut. Das ist nicht leicht. Nächstes Beispiel. Ich springe hier zu der Schöpfung des Menschen, weil da gibt es auch einige Wörter, die problematisch sind. Vayomer Elohim naase Adam bezalmenu kidmutenu. Vayirdu bidgat hayam uveof hashamayim uvebehema uvechol haaretz uvechol haremes haromes al haaretz. Also, und sprach Gott, lasst uns machen einen Menschen in unserem Bild, nach unserem Ähnlichkeit, Gleichnis. Und jetzt sie, dieser Mensch, worin auch ein Kollektivum, man springt jetzt Prädikat plötzlich zum Plural, sie werden herrschen, und zwar was? Das, und jetzt kommen Wörter, wofür es im Deutschen keine Äquivalenten gibt. Das sind kollektive Wörter für eine Tiergattung. Also alles, was Fischart ist, alles, was Vogelart ist, alles, was Tierart ist.
Das ist die Aufgabe des Menschen. Das und auch, der Mensch wird also herrschen über all das. Und jetzt kommt eine Sache, die die Bibel liebt. Das ist einer der poetischen rhetorischen Mittel der hebräischen Bibel. Zwei Wörter zu nehmen, Substantiv und Prädikat, sie beide aus demselben Stamm abzuleiten und damit eine Alliteration zu erzeugen. Remes, Haromes. Stellen Sie sich vor, im Deutschen gibt es ja auch diese Ableitungen, zum Beispiel das Wort Frage und das Verb Fragen. Aber Sie würden im Deutschen niemals sagen, ich frage eine Frage. Aber im Hebräischen durchaus. Lishol She'ela geht problemlos. In diesem Fall sind das irgendwelche so Krich, also ein Sammelbegriff für alles, was so kriecht und sich regt so. Und man stellt sich darunter sofort viel Ungeziefer vor. Und dann kommt auch noch das Verb, das das onomatopoetisch nachbildet. Wie soll man sowas übersetzen? Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Zunächst einmal das Problem Zelem. Das Wort Zelem, an diesem Wort haben es, ja, das war schwierig für viele. Das bedeutet Gestalt, Form, Erscheinungsbild, aber es heißt auch Götzenbild im Hebräischen. Das Wort Demut heißt Gestalt, Form, Erscheinungsbild auch, aber es kommt aus dem Verb ähnlich sein, Lidmot. Und daher ist das auch Gleichnis oder Ähnlichkeit. Die Präposition, die dran gehängt wird im Vorfeld, ist einmal in und einmal nach. Und so wird das übersetzt. Sie sehen wieder, ich möchte nicht auf alle Einzelheiten gehen, sonst können wir bis morgen hier sitzen. Das ist übrigens spannend. Das ist, was man auf Englisch Close Reading macht und auf Deutsch textnahes Lesen, und ich liebe dieses Verfahren. Ich denke, nur so erschließen sich Texte, wenn wir sehr genau horchen auf jede Kleinigkeit, die sich in ihnen regt und durch sie weht und webt. Schauen wir uns das Problem des Bildes bzw. Ebenbildes. Da sehen Sie, gibt es da Unterschiede. Mendelssohn entscheidet, Zelle mit Ebenbild und Dmut mit Ähnlichkeit zu übersetzen. Luther hat sich aus der Affäre von vornherein gestohlen. Er hat einfach einen Satz daraus gebildet, ein Bild, das uns gleich sei. Ja, er hat also zwei Substantive auf ein Substantiv reduziert und dann hat er ein Verb dazu genommen, das in dem zweiten hebräischen Substantiv steckt, nämlich das gleich oder ähnlich sein. Es ist eine tolle Übersetzung. Bitte missverstehen Sie mich nicht, ich gehöre zu den Bewunderern Luthers und seiner Leistung. Aber ich würde nie wie er übersetzen. Also als Übersetzerin fürchte ich, gehöre ich mehr zu der Gruppe der Radikalinskis à la Buber-Rosenzweig, die ganz stark das Original mitsprechen lassen wollen in der Zielsprache. Ja? Mendelssohn ist als erster einer, der beginnt, in diese Richtung zu gehen. Und wir werden sehen, manche Schritte macht er radikal und andere, an anderen Stellen scheut er sich. Aber hier ist es ziemlich klar. Sie merken, er ist auch bemüht um Kollektivwörter. Also bei Fisch kann er nichts gefischt sagen, weil es das nicht gibt. Aber Geflügel hat er, was heute ein bisschen komisch ist, weil wenn wir Geflügel heute sagen, denken wir nicht an alles, was fliegt. Aber 18. Jahrhundert geht noch. Dann für alles, was eigentlich Tier ist, haben Sie hier das Wort Vieh. Sie sehen, Zuns hat Problem mit dem Geflügel und macht daraus Gevögel. Stellen Sie sich vor, da werden heute also die Leute drüber nur lachen, wenn wir das sagen würden. Und mit Gewürm und Kriecht, oder da folgt Mendelssohn Luther. Interessant ist, Zuns führt regt ein, Gewürme und regt. Und das macht er, um zumindest dieses gewürmt und regt da so ein bisschen reinzukriegen. Und diejenigen, die versuchen, dieses besondere rhetorische Mittel im Deutschen nachzubilden, sind Buber-Rosenzweig mit gerege und regt. Und ich möchte Sie jetzt nicht langweilen, aber schauen Sie sich gerege bei im Grimm-Wörterbuch nach. Die haben das Wort nicht erfunden, das Wort gibt es für etwas anderes, aber es ist da.
Jetzt, wie ging es weiter mit den Menschen? Vayivra Elohim et ha'adam betzalmo, also Gott hat das gemacht, was er sich vorgenommen hatte, hat den Menschen nach oder in seinem Bild geschaffen. Bezalem Elohim bara oto, in dem Bild Gottes schuf er ihn. Und jetzt wird ein dritter Teil angehängt, Zachar unekeva bara otam. Zachar und Nekeva stehen als Substantive für, also das ist wieder ein Kollektivum, für männliches bzw. für weibliches Wesen. Was besonders ist in diesem Vers, ist, wir haben also am Anfang die beiden Versteile, das ist das, was man ein Parallelismus Mombrorum nennt. Also das ist eine sind parallele Satzteile. Früher hat man das Glieder genannt, linguistisch, heute kann man es auf Deutsch nicht Glied nennen, aber es sind Satzteile und sie beginnen erst mit einem Verb, dann Subjekt Elohim und dann Objekt und dann in welche Weise und jetzt umgekehrt, in welche Weise, dann Gott und dann Prädikat und dann was. Ja, also das ist, nennt sich also ein Chiasmus, kein perfekter Chiasmus, aber es ist ein Chiasmus. Aber dann kommt etwas, was nochmals drangehängt wird, denn erst haben wir einen Menschen als Pass pro toto, und dann sind das plötzlich, ein Mensch ist ein männlich Mensch und ein weiblich Mensch, und dann sind es auf einmal sie. Jetzt, das Ganze ist besonders interessant, denn wenn das sein Ebenbild ist, sagt das auch etwas über unser Gott. Ja, ist kein er. Es ist ein er und ein sie nach diesem Text. Wie sieht die Übersetzung aus? Mich interessiert jetzt nur die Frage nach dem männlich-weiblich. Und männlich-weiblich hat Luther mit seinem damaligen Deutsch bereits angeregt. Dem folgen, weil das logisch auch für sie ist, Buber-Rosenzweig, substantiviert das. Toll finde ich Mendelssohn. Denn er findet eine gelungene Entsprechung für Zachar und Nekeva in Mansen und Weibsen, die im 18. Jahrhundert übrigens noch nicht pejorativ besetzt waren. Ich habe gestern mit meinem Freund Goethe-Lexikograf Dr. Lohse darüber nachgedacht und Grimm belehrt uns Folgendes. Mansen, Person männlichen Geschlechts, eine mundartliche, dem östlichen Mitteldeutschland angehörige Verstümmelung von Mannesname. Dasselbe ist auch Weibsen. Und wir finden es bei Claudius, Weiber und Kinder, Mansen und Weibsen. Und, wie wir gestern entdeckt haben, auch in Goethes Faust. Ja? Also, er hat nichts Böses gemacht. Er hat etwas Großartiges gemacht. Hat nur leider... Es gilt einfach leider als inzwischen antiquiert, und wenn ich heute von Weibsen reden würde, würden mich wahrscheinlich die Feministinnen gleich irgendwo aufhängen. Aber so denkt Mendelssohn nicht. Mendelssohn ist bemüht, hier etwas zu machen, was ihm original nah ist und im Deutschen denkt und frei von Luther ist. Das sind immer Akte der Befreiung von dem großen Vorbild. Wenn Sie die Geduld haben, mache ich jetzt einen schnelleren Sprung. Ich gehe nicht mehr so im Detail, aber ich möchte ganz schnell mit Ihnen etwas anschauen, denn das ist der Beginn unserer Misere. Es gab mal in der Welt eine andere Zeit. Das erzählt uns die hebräische Bibel auch. Und sie berichtet uns von dieser wunderbaren Zeit. Und zwar, es ist die berühmte Erzählung vom Turmbau zu Babel. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, ich vermute, die meisten von Ihnen wissen das. Die kritische Bibel spricht von verschiedenen Redaktionsstufen bezüglich des biblischen Textes, und es gibt eine elohistische Redaktion und es gibt eine javistische Redaktion, und entsprechend haben wir auch zwei Schöpfungsgeschichte. Die eine, die wir vorhin gelesen haben, gehört zu der elohistischen Sektion, und in der zweiten Sektion, in der javistischen Quelle, wird vom letzten menschlichen Versuch berichtet, nämlich die Vertreibung aus dem Paradies
zu überwinden und einen göttlich, einen gottnah ähnlichen Status zu erlangen. Das ist nämlich der Turm zu Babel. Diese beiden Erzählungen haben sehr unterschiedliche Perspektive auf den Menschen. In der ersten ist der Mensch gottesnah, er ist nach seinem Bilde, also eigentlich sehr ähnlich wie Gott, und damit hat er sozusagen auch seine Kompetenzen mehr oder weniger, oder auf jeden Fall wichtige Eigenschaften, Qualitäten, wie er, wie Gott, oder wie er sie Gott. Und in der zweiten Geschichte ist dieser Gott derart distanziert, dass der Mensch nur ein Erdklumpen ist, den er da so zusammenpatscht und hinstellt und dann so ein bisschen Hauch da hineingibt, damit das Ding aus Erde Leben bekommt. Dann wird es auch noch aus dem Paradies rausgejagt und dann kommt diese Geschichte und dann wird der Mensch über die Erde zerstreut. Und in der ersten Geschichte ist es gar nicht so, das ist Gottes Segen. Gott sagt ihnen, schaut, ich habe für euch diese Erde gemacht. Waltet über sie und verbreitet euch und geht, wohin ihr wollt. Das eine ist ein Segen, das andere ist ein Fluch. Also das sind zwei sehr unterschiedliche Geschichten von mir, jetzt etwas verkürzt und etwas vielleicht karikiert hier wiedergegeben. Diese Quelle, die javistische Quelle, neigt zu Demokratisierung königlicher Motive, denn diese Story von dem Turm zu Babel, Sie können der Sache nachgehen, Sie können vielleicht das Wort im Deutschen Zikkurat, es geht auf das akkadische Zakaro, also das Wort ist ähnlich wie Zachar, also ein phallischer Bau, den gab es in Babylon. Und also es gibt einen Sitz im Leben für diese Erzählung, nur dieser Bau hat einen König gemacht, um sich einen Namen zu machen. Der biblische Autor, wer das auch immer sein mag, macht eine demokratische Geschichte. Das sind die Menschen, das ist nicht ein König. Und sie als Gesamtheit, als Menschheit, wollen sich einen Namen machen. Also die Berührung des Turmes mit dem Himmel ist eine Berührung mit der Göttlichkeit. Also, was erzählt uns diese Geschichte? Und das ist, was uns verloren gegangen ist. Bis zum Turmbau teilten alle Menschen dieselbe Sprache. Aber von da an war die Erde in verschiedenen Sprachen und Königreiche geteilt. Jede Gemeinschaft bildete nun eine durch Sprache unterschiedene, gesonderte ethnische Identität. Dies markiert den Übergang von der universalen Dimension der Schöpfungsperiode zu einer partikularen und nationalen Existenz. Nach diesem Wendepunkt ändert sich die Beziehung Gottes zur Menschheit und es beginnt eine besondere Beziehung zu einem Menschen, nämlich zu Abraham. Und dann geht die biblische Geschichte weiter. Also, was wird uns hier erzählt? Vayehi chol haaretz safa echad udvarim achadim. Also diesen Satz zu übersetzen ist sehr schwierig, obwohl er sehr einfach ist. Und war die ganze Erde eine Lippe? Lippe ist Sprache auf Hebräisch, und eine im Plural, was man im Deutschen nicht sagen kann, stellen sich das Wort eins im Plural, Wörter, Reden. Das Wort ist Davar. Also etwas, was im Hebräischen geht und was im Deutschen niemals gehen würde. Und dann der zweite Vers sagt, und es war so, als sie fuhren, und dann kommt das Wort Kedem und Kedem hat so viele Bedeutungen, dass diese Stelle dunkel ist und man ist sich nicht so ganz klar, wie sie übersetzt werden soll. Ich zeige euch gleich, das ist möglicherweise Osten und das ist nicht gleich gegen sie nach Osten oder aus dem Osten. Und sie fanden eine Senke im Land Shinar und wurden dort ansässig oder ließen sich dort nieder. Also, es beginnt mit dem Wort Safa, Sprache. Und dann Safa Echad und das geht, eine Sprache. Aber dann Devarim sind Reden, das ist das Sprechen, Sagen und eben Worte. Hebräisch ist eine alte Sprache. Dieses Wort bedeutet zugleich das Ding. Das heißt, in diesem Wort haben wir die Einheit von Zeichen und von dem, was ein Zeichen bezeichnet. Also die Spaltung, die uns alle
spätestens seit Saussure bekannt ist und die mit Derrida noch schwieriger geworden ist, weil wir eine ständig ein variables Bezeichnete haben und nur noch Bezeichnenden. Das war in der alten Vorstellung überhaupt. Also Derrida hätte nichts zu suchen gehabt damals und seine Nachfolger. Es war alles eins. Man hat alles verstanden. Das, was man sagte, war die Sache selbst und das wurde verstanden. Also man entwirft uns hier eine Welt vor, in der Sprache eine Art Vorsprache ist. Man bekommt fast das Gefühl, man muss sie ja gar nicht erst aussprechen und man weiß, so wie das hier dargestellt ist. Das Problem mit Mikedem, Kedem heißt Vor- und Vorderseite, Osten, Uhrzeit, über Bika waren sich die Leute auch nicht so ganz einig. Aber gut, mich interessiert die Stelle mit Sprache, denn das ist der Gegenstand unseres heutigen Gespräches. Denn hätte es dieses Ereignis nicht gegeben, stellen Sie sich vor, hätten wir uns immer noch fast wortlos verstehen können. Und das ganze Thema des heutigen Abends wäre hinfällig gewesen und wir hätten hier nicht uns gesehen und hätten vielleicht andere Dinge gemacht, denn alles wäre einfach in einer Sprache da. Damals war auf der ganzen Erde einerlei Sprache, macht Mendelssohn, und einerlei Redensarten. Luther nimmt zu Hilfe das Wort Zunge, was eine schöne Überlegung ist, denn er versucht damit, Safa ist Lippe und steht für Zunge, dann nimmt er Zunge. Im Hebräischen kann man übrigens auch Zunge für Sprache nehmen. Das ist das andere Wort für Sprache. Und wir haben nicht Sprache für Sprache auf Hebräisch, sondern nur Lippe oder Zunge. Ja, im Deutschen hat man sowohl die Organe als auch etwas Abstraktes. Und dann haben wir das Wort Davar und das ist bei ihm das Abstrakte, nämlich die Sprache. Also Luther ist hier mit seinem Wahl sehr logisch. Zuns ist mit Sprache und Worte unterwegs und Buber-Rosenzweig Mundart und Rede. Und Sie haben Mundart genommen, weil Mundart im Deutschen auch Sprache ist und Mund ist ähnlich wie Safa. Also Sie versuchen bei dem Hebräischen Mund nah zu sein mit dieser Entscheidung. Dann haben Sie sich was überlegt, diese Leute. Sie sagten zueinander, lass uns. Und dann Nilbena Levenim, haben wir wieder dasselbe Problem. Das ist das Wort für diese Bausteine und die Art und Weise, wie man sie macht. Und Sie hören Nilbena Levenim, das ist wieder einmal derselbe Stamm. Nisrefa Lisrefa, also wir haben hier ganz und gar einen recht poetischen Text für das, was es da gegeben hat. Und dann gibt es Chemar und Chomer, also es gibt hier laute Wortspiele. Es ist eine Erzählung, eine mythologische Erzählung, die ganz und gar poetisch wiedergegeben ist. Wie soll man das übersetzen? Also hier versuche ich Ihnen zu zeigen, wie hier drei Wörter aus demselben Stamm kommen. Wir brauchen uns hier jetzt nicht mit aufzuhalten. Es ist interessant, was geschieht. Luther entscheidet problemlos, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und damit ist er aus der Affäre. Das ist, wie er vorhin auch gemacht hat mit Sprache und auch vorher, also wenn es Bild und Ebenbild gab, er macht sich die Sache leicht. Er kümmert sich nicht um dieses Stilmittel so sehr. Er macht einen schönen, guten, eindringlichen deutschen Satz. Mendelssohn bleibt erst einmal noch beim Gleichen. An dieser Stelle sehen wir, dass Mendelssohn sich nicht wagt, Neologismen einzuführen. Es ist auch eine wirklich schwierige, besonders schwierige Stelle und er bleibt bei Luther. Zuns macht einen ersten Schritt mit Brennen Brand und erst bei Buber-Rosenzweig backen wir Backsteine und brennen wir sie zu Brande und so weiter. Das heißt, erst Buber-Rosenzweig werden es wagen, das, was an anderen Stellen Mendelssohn angeregt hat, fortzuführen. Aber er an dieser Stelle tut es nicht. Und wie Sie wissen, die Geschichte, ich überspringe das jetzt mal, einfach gehe direkt hierhin weiter.
Der Ewige ließ sich herab. Übrigens, über die wichtigste Innovation Mendelssohns spreche ich heute Abend bewusst nicht. Ich möchte nämlich, dass Sie alle das Buch von Herrn Schulte lesen. Da ist ein ganzes Kapitel über diese Frage, wie Mendelssohn dazu kommt, das heilige Yud-Hei-Wav-Hei in ewig oder mit ewig wiederzugeben. Ja, also das habe ich extra ausgespart, weil ich denke, das sollen Sie unbedingt lesen. Der Ewige ließ sich herab, und die Stadt und den Turm zu sehen, welche die Menschenskinder erbaut haben. Die Probleme hier sind ein bisschen mit dem Verb sah er oder sehen, besehen. Das Wort hat beide Denotationen im Hebräischen, und die Art und Weise, wie er herabfährt, das ist uns nicht so wichtig, aber das ist nämlich die Folge. Sie kratzen da nach oben hin und er kommt runter und ist nicht zufrieden. Und da kommt wieder das Problem mit dem, was wir vorhin hatten, Safa Achat und Safa Achat Lechulam. Und jetzt befürchtet Gott, dass diese ein Volk, das ist nämlich eine Menschheit. Es ist die Einheit des Menschen, das ist die Einheit der Menschheit und die Einheit der Sprache. Die bedroht jetzt Gott. Ja? Das ist, was uns erzählt wird. Da sprach der Ewige, nun ist es ein einziges Volk und haben alle einerlei Sprache, und dieses ist ihre erste Unternehmung. Soll ihnen nun nichts fehlschlagen, was sie sich vorgenommen? Also, Sprache ist mächtig. Solange es eine Einheit gibt, eine Menschheit, eine Sprache, beherrscht diese Menschheit eine Sprachpotenz. Wenn die Einheit verloren geht, geht auch die Sprachpotenz verloren. Also das ist beinahe eine demiurgische Sprachpotenz. Das ist, was uns dieser Text hier verheißt. Sonst würde Gott ja nicht, verzeihen Sie, wenn ich das so salopp sage, Angst haben vor dem, was die Menschen machen. Ja, aber sie können erst gefährlich werden, wenn sie mit der Sprache das tun, was auch er getan hat. Er hat ja die ganze Schöpfung sprachlich gemacht, nicht? Wenn sie diese Sprachpotenz beherrschen, weil sie einheitlich leben, ist seine Macht bedroht. Dann entscheidet er, lasst uns runtergehen und deren Sprache durcheinander bringen, eigentlich vermischen, dreckig machen, und sie werden die Sprache voneinander nicht mehr verstehen. Und das Problem ist tatsächlich, welches Verb er dort benutzt, und ich gehe mit Bube Rosenzweig und mit vermengen. In dieser ganzen Geschichte, gut, verstehe, vernehme, ist kein so großer Unterschied, in dieser ganzen Geschichte ist das ein Beispiel für Mendelssohn, der eigentlich d'accord ist und das Deutsche übernimmt, wie es vorliegt, obwohl er weiß, dass das Hebräisch ganz anders ist. Ja, das ist also eine Stelle, wo er das, was im Quelltext spricht, nicht ganz so rüberbringt, aber er ist offenbar mit dem zufrieden, was rüberkommt. Ja, die Einzigen, die das, was er sonst angeregt hat, an anderen Stellen wirklich konsequent weiterführen, allerdings wirklich erst im 20. Jahrhundert, das sind Bube Rosenzweig. Ein besonderes Anliegen für Mendelssohn war die Übersetzung biblischer Poesie. Seine Übersetzung des Deborah-Liedes, der Psalmen und des Hohenliedes, die ein spezielles Kapitel in seinem Übersetzungswerk bilden, verdienen es, gesondert betrachtet zu werden. Aber bereits der Fokus auf die fünf Bücher Mose zeigt die große Hürde, welche sich Mendelssohn gegenüber sah. Kann die fremde jüdische Kultur Deutsch sprechen, ohne Luthers Sprache samt ihren theologischen Konnotationen und Implikationen zu evozieren? Kann eine kulturelle Welt in einer anderen Sprache mit ihrem fremden Gedächtnis fortleben? Franz Rosenzweig formulierte das Dilemma in einem Brief an Hermann Cohen wie folgt, und das hat er getan, als er noch Soldat im Ersten Weltkrieg war. An der Sprache hängt der Sinn, und es ist wahrhaftig eine
Unterschätzung der Innigkeit, mit der sich Christentum und deutsche Sprache seit Luther und länger schon vermählt haben, wenn man glaubt, jüdische Inhalte in deutscher Sprache ohne fremdgläubigen Beiklang mitteilen zu können. Der Bibelgelehrte, Philologe, Philosoph und Aufklärer Moses Mendelssohn suchte im Deutschen, wie 150 Jahre später Buber und Rosenzweig, genau nach diesem Horizont. Das Fremde im Deutschen derart abzubilden, dass es an diesem Sprachufer verständlich ankommt. Ein Deutsch, das das Hebräische durchscheinen lässt. In diesem Spagat verfolgte Mendelssohn nicht eine Strategie, wie wir gesehen haben, sondern brachte je nach Möglichkeit und Notwendigkeit mal den Quelltext zum Leser, mal den Leser zum Quelltext. Dies ohne gänzlich mit der Bildung der auf den Schulter Luthers gebildeten literarischen Sprache zu brechen. Daher suchte er mit dem ausgedehnten Kommentar das aufzudecken, was die Übersetzung in eine kulturell-sprachliche Fremde verdeckt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Herzlichen Dank für diesen großartigen Vortrag, der uns ja nicht nur Luther und Mendelssohn vorführt, sondern auch die Zunz-Übersetzung und die Buber-Rosenzweig-Übersetzung, eigentlich die berühmtesten Übersetzungen ins Deutsche von jüdischen Übersetzern, die wir haben und die auch in ihrer Abweise sehr beeindruckend sind. Ich schaue ins Publikum und eröffne die Diskussion. Vielleicht erstmal ganz einfach, gibt es Fragen? Wenn es jetzt spontan keine gibt, stelle ich Ihnen eine Frage. Und zwar haben Sie in Ihren letzten Worten ja auch darauf hingewiesen, dass wir bei Mendelssohn, anders als bei den anderen dreien, die wir hier sehen, haben wir ja eine Übersetzung. Und wir haben aber auch unter der Übersetzung einen hebräischen Kommentar, den Biur oder Beur, wo der Übersetzer im Kommentar noch erklären kann, warum er was wie übersetzt. Ja. Und das ist ja ganz anders als Luther und auch als Buber-Rosenzweig, die ja im Grunde uns in deutscher Sprache, die tun so, als sei ihre Übersetzung sozusagen eindeutig. Und es würde gar keine Sinndifferenzen, es gibt keine babylonische Sprachverwirrung, nicht? Das ist so. Und mein akademischer Lehrer Jakob Taubus hat mal gesagt, also Buber-Rosenzweig, das ist doch protestantisch, Protestantismus. Die geben einfach die Lutherbibel in ein bisschen Hölderlin. Eine richtige rabbinische Torah-Übersetzung, da ist immer ein Kommentar dabei. Der Protestantismus hat doch den Urfehler, dass sie so tun, als wenn sie die Heilige Schrift 1:1 ins Deutsche übersetzen können und man kriegt sozusagen Bibel pur. Im rabbinischen Judentum gibt es alles nur mit Kommentar. Ja. Ja, also das ist doch das eigentlich Jüdische, ist, dass es einen Kommentar gibt, der uns dann erklärt, dass natürlich die Heilige Schrift vieldeutig ist und deswegen einen Kommentar braucht. Einfach als jetzt Anmerkung zu Ihrem wunderbaren Vortrag, einfach diese Beobachtung, dass Mendelssohn uns einen Kommentar mitgibt, während die anderen das ja nicht tun. Ja. Und hat das nicht auch einen Einfluss auf die Art und Weise, wie er Tora übersetzt? Ja, unbedingt. Ja, das ist ganz wichtig. Danke. Ich glaube, Hebräisch mit Kommentar und ohne Kommentar, das sind zwei sehr unterschiedliche Zielrichtungen. Das ist heute noch so. Manche von uns kaufen, also ich rede, ich denke jetzt an
jüdische Leser primär. Wir haben alle zu Hause dann eine Bibel ohne Kommentar. Das heißt ja nicht, dass wir sie verstehen. Um das klar zu sagen, nur weil wir Hebräisch reden, Ivrit reden, heißt es noch nicht, dass wir die Bibel immer so verstehen. Aber wir haben so eine ohne Kommentar. Wenn wir es aber ernst meinen mit der Bibel, dann haben wir Mikraot Gedolot. Und das ist schrecklich, weil Mikraot Gedolot, das heißt ja nicht nur groß, das Wort Gedolot, das sind große Lesewerke, sondern die nehmen auch ziemlich viel Raum ein. Und dieser physische Raum im Büchergestell, heute braucht man es nicht, das ist alles online, ist auch ein innerer Raum, das ist ein geistiger Raum und das ist jetzt der Punkt. Die Frage ist, was war das Ziel? Und ich akzeptiere hier die Kritik von dem Taube, der sonst wirklich ein großer Gelehrter war, an dieser Stelle nicht, weil ich denke, Bibel mit Kommentaren auf Deutsch, Mendelssohn hat die jüdische Tradition fortgesetzt. Ich habe einen Übersetzer übersprungen, der ganz wichtig war, das ist der Philipson. Mhm. Und Philipson hat mit Kommentar übersetzt. Allerdings damals dachte Philipson seine deutsche Übersetzung mit Kommentar, nicht nur für Juden, sondern seine Übersetzung war gezielt auch für Christen. Und er hat sich erhofft, dass wenn man sie auch günstig drückt, dass das ein Buch ist, das alle Leute kaufen, dass alle Christen kaufen werden, dass die Kirchen kaufen werden, dass es zur Verfügung gestellt würde. Das haben einige gemacht, das haben nicht alle gemacht. Wie wir sehen, diese Bemühungen um die Vermittlung der Haltung, die besagt, der Quelltext redet nicht mit einer Zunge. Es gibt verschiedene Lesarten und die verschiedenen Lesarten, die wir benennen, sind mit Sicherheit auch nicht erschöpfend. Diese Haltung, das ist die klassische Haltung einer Biblia Rabbinica, einer kommentierten Bibel, hat sich hier nicht durchgesetzt. Ich glaube, sie hat sich bei modernen Menschen einfach nicht durchgesetzt. Das ist nicht eine Frage Protestantismus versus Rabbinismus, sondern das ist die Frage, was macht die Moderne mit uns Menschen? Und die Moderne macht uns ungeduldiger in vielem. Und wenn wir nicht Studierende sind, die gerne in Grimm-Wörterbüchern nachstöbern und eben Kommentare lesen. Und wenn wir akademische Werke lesen, lesen wir viel lieber die Fußnoten als den Haupttext, weil da stehen die interessanten Sachen. Also da sind wir schon komische Käuze, aber wer macht das? Das ist eine spezielle Gattung von Menschen. Die meisten gehen mehr mit der Schnelligkeit und wollen das ungefähr schnell haben. Ich denke, das ist ein Punkt. Bei Bube Rosenzweig, denke ich, gibt es aber ein anderes Anliegen. Die beiden waren Sprachkünstler und die beiden waren Gelehrte. Alle beide haben nicht nur das biblische Hebräisch bestens beherrscht, sondern, und das kennt man von ihren Schriften, sie kannten auch die Auslegungsliteratur. Also das, und natürlich auch moderne Linguistik. Also sie waren auf allen Ebenen ausgebildet, sowohl jüdisch traditionell als auch in allgemeinen Wissenschaften. Hätten sie einen Kommentar geschrieben, das wäre ein unendliches Buch geworden. Und ich denke, dass das auch nicht das Anliegen war, vielmehr war es ihr Anliegen, mit allem, was sie wissen, so etwas wie ein Brennpunkt zu schaffen, auf das neue deutsche Sprache entsteht. Sie reden auch wieder vom Verdeutschen. Sie nehmen das Wort Verdeutschen, sie greifen das Wort auf, mit dem bereits Mendelssohn diese Unterscheidung von Übersetzen und Verdeutschen geprägt hat. Das heißt, sie greifen den Faden auf und sie sagen, was wir wollen, ist ein guter, literarisch brillanter Text für diesen schwierigen hebräischen Text neu erschaffen. Und zwar einer, dem es gelingt, keinen lutherischen Resonanzraum zu gebrauchen. Einer, der frei davon ist. Verstehen Sie, das ist ein Befreiungsakt. Diese Übersetzungen sind primär praktisch gemacht, weil Juden des Hebräischen nicht mehr mächtig sind. Aber geistesgeschichtlich und kulturell sind das Befreiungsakte. Das ist für Mendelssohn der Fall und das ist für Bube Rosenzweig nach wie vor der Fall.
Das ist für jeden von uns der Fall. Wenn ich hebräische Poesie ins Deutsche übersetze und es sind da drin biblische Sachen, was mache ich dann? Auf welche Sprache greife ich? Als gute Übersetzerin, so habe ich mich noch Anfang der 90er Jahre verstanden, als ich Avraham Ben Yitzchak damals mit Christoph Meckel übersetzte, habe ich auf Luther zurückgegriffen, weil ich dachte, wenn es für den deutschen Leser biblisch klingen soll, dann muss es wie Luther klingen. Ich habe nicht auf Bube Rosenzweig zurückgegriffen. Hätte ich das gemacht, hätte ich damit Avraham Ben Yitzchak verfremdet. Verstehen Sie? Also das Problem ist nach wie vor da. Und das hat etwas zu tun mit der Art und Weise, wie Kulturen und Sprachen wachsen. Und so wie die James-Übersetzung fürs Englische prägend war, so ist Luther für die deutsche Sprache. Und der Mangel an einem Apparat ist für mich hier völlig logisch. Das ist nicht das Ansinnen. Sie sind weniger dazu da, über den Quelltext reden zu wollen. Sie wollen den Quelltext tatsächlich auf Deutsch wiedergeben. Dann brauchen Sie keinen Apparat oder keinen Kommentar. Aber danke, das ist eine wunderbare danke. Frage. Gibt es andere Fragen oder Anmerkungen? Ist noch etwas ins Unreine gedacht, dieser Turm von Babel hat mich jetzt gerade noch sehr beschäftigt. Alle Bezüge, da wo die Sprache auftaucht, beziehen sich auf Lingua, auf Lippe und ähnliches. Das heißt, sie machen eine Referenz an die körperliche, orale Sprache. Das ist sehr deutlich. Aber mit der Bibel und mit dem, und offenbar referiert auch der Turmbau zu Babel zu dieser Verschriftung der oralen Sprache. Also da fallen die Sprachen auseinander, wenn sie verschriftet werden. Also wenn ich die Interpretation des Turmbaus von Babel richtig verstehe, ist es eigentlich Zeichen, das auseinanderfällt von dem Wort, das mit dem Sein eine Einheit bildet. Diese Einheit ist nicht mehr gegeben, dadurch, dass die geschriebene Sprache diese Einheit nicht mehr garantiert. Oh, das ist nicht unbedingt die geschriebene Sprache. Zeichen ist in dem Fall bereits auch der Klang. Das heißt, was Gott dort macht, er macht sie die Klänge, die sie auch mit dem Mund erzeugen, nicht mehr verstehen. Also Zeichen in dem Fall ist Zeichen, weil ein Wort ja etwas bezeichnet. Und die Verwirrung beginnt damit, dass das nicht mehr das füreinander bedeutet, also nicht dasselbe füreinander bedeutet. Ich verstehe schon, aber diese Spaltung zwischen dem Wort, das zugleich Sein ist, und dem Geschriebenen, ja. Das ist doch die eigentlich große Spaltung, die sich da vollzogen hat mit der Entstehung der Heiligen Schriften. Und das geht mir jetzt noch sehr durch den Kopf, inwieweit wir hier eigentlich schon die fundamentale Spaltung haben, die zugleich aber erzählt von der Schöpfungsgeschichte und dem Turmbau zu Babel. Also ist vielleicht schwer zu... Ich bin nicht so ganz sicher, weil ich überlege, wenn wir solche Schriften haben, wie dieses Buch Genesis mit seinen großartigen mythologischen Erzählungen, dann haben wir ein Buch mit so und so vielen Seiten und es ist alles so da drin zusammen. Aber kulturhistorisch handelt es sich um Ereignisse, die wir wissen nicht, welche Äonen von Zeiten dazwischen liegen. Ich meine, klar, die jüdische Tradition sagt uns ganz klar, wie lange die Welt existiert und noch nicht mal 1 Million Jahre, wie wir wissen. Also, die Zeiten sind knapper, aber dennoch, auch wenn das nur ein paar Jahrtausende sind, was ich damit sagen will, zwischen Schöpfung, wie lange hat es gedauert, bis zum
Turm zu Babel Ereignis. Wie lange hat es gedauert von dort bis zu Abraham, der dem befohlen wird, verlasse dein Land und das Zuhause deines Vaters und gehe in ein Land, das ich dir zeigen werde, und der arme Kerl weiß noch nicht mal wohin, aber er macht's und so weiter und muss dann durch ein ganzes Gebiet wirklich sehr, sehr lange wandern, bis er schließlich in Kanaan landet. Wie lange hat es gedauert? Wie weit ist das weg von? Wie weit ist es? Mit anderen Worten, was ich versuche Ihnen zu sagen, wir kriegen eine gestauchte Geschichte, weil das ja in einem Buch ist. Und die Zeiträume und was sich in Ihnen ereignet hat, wissen wir nicht. Was wir auch wissen ist, dass es Sachen waren, also Erzählsachen waren, die mit Sicherheit erst mündlich überliefert wurden und irgendwann mal verschriftlicht. Was wir auch wissen in Bezug auf die hebräische Bibel, wenn wir sie ernst nehmen und diese Reise, die Abraham macht, ernst nehmen, dann hat sie irgendwo in Mesopotamien begonnen, geht ja Richtung Norden, Richtung Syrien, geht weiter nach Norden, wo heute südliche Türkei ist, geht dann wieder runter und kommt dann irgendwann mal in die Nähe von Nordgaliläa und weiter nach Süden, weiter nach Süden. Es ist ein sehr großes Gebiet und kulturhistorisch haben wir da verschiedene Völker mit verschiedenen kulturellen Gestaltungen. Und im Grunde genommen wird uns erzählt, wenn dieser Mensch durch dieses ganze Gebiet gewandert ist und hat, ich sage das jetzt salopp, eine neue Religion gestiftet, er wusste nicht davon, aber so lesen wir ihn heute so rückprojiziert, dann hat er unterwegs was alles mitgenommen. Ja? Das ist ein Reisender, es ist ein Nomade. Es ist ein Wandernder, der hier was aufschnappt und hier was kennenlernt und all das wird auf ihn wirken und wird irgendwo zusammenschmelzen. Aber ich verstehe, also Sie fragen auf einer anderen Ebene und auf diese Ebene kann ich Ihnen nicht antworten, weil ich das nicht weiß. Ich kann nur sagen, wir müssen, wenn wir das von dem Text ableiten wollen, was Sie gerade machen, deswegen vorsichtig sein, weil der Text, wenn wir nicht vorsichtig lesen, uns suggeriert, wir lesen jetzt einen Roman und das ist das erste, das zweite, das dritte Kapitel, das ist der Anfang und dort ist das Ende. Aber tatsächlich liegen, wer weiß welche, riesige Zeiträume dazwischen. Und auch die geografischen Räume kennen wir nicht alle so genau. Also es ist, wir bewegen uns in eine Erzählwelt, die über die Sprache, in dem Falle die hebräische, sich uns annähert. Und das ist wie in Alice in Wonderland, diese Katze mit dem Cheshire Smile. Diese Welt kommt zu uns über die Sprache und zugleich entschwindet sie von uns, weil wir sie so ganz nicht wirklich greifen können. Und archäologisch können wir das schon gar nicht mehr suchen. Also die neuen Archäologen in Israel sprechen darüber, dass es die Bibel so nicht hat geben können. Und man natürlich streitet darüber, es gibt solche und andere. Ich möchte da gar nicht rein. Aber ich versuche nur zu sagen, wir müssen diese Texte als literarische Texte auch irgendwo lesen, als kulturelle Erzeugnisse, die nicht linear verbunden sind, sondern eher zusammengefügt wurden irgendwann mal und in sich auch nicht wirklich homogen sind. Das heißt, in ihnen spricht dieselbe hebräische Sprache bereits verschiedene Sprachen. In ihnen ist die eine Sprache nicht mehr einheitlich. Der Bruch ist viel vorher, früher, denke ich. Okay, also ich glaube, wir reden wirklich auf unterschiedlichen Ebenen. Ja, 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 weil Sie reden viel, Sie sprechen. Ja, ich spreche auf einer kulturhistorischen Ebene. Auch wenn Sie die Gestalt des Abraham nehmen, können Sie ziemlich genau sehen, er kommt aus Ur, wo die ältesten Schriftzeugnisse entstanden sind. Ja. Sie können ihn als eine Erinnerungsfigur für die Wanderung der Schrift oder des Schriftsystems überhaupt begreifen. Ja. Und das ist, worauf ich hinaus möchte. Und da haben Sie vollkommen recht, aber der ist eine Erinnerungskultur für diese Schrift. Wenn das, was von ihm erinnert wird, wird bereits in einer anderen Schrift festgehalten. Mhm. Nicht? Und so verwandelt sich alles. Die Namen,
Ja, der kommt aus einem Ort, wo noch Sin, der Name eines Gottes ist, nämlich Mond. Den gibt es in der Bibel als Sinai. Und alle lesen das als die Wüste Sinai? Nein, da wo es in dem Psalm vorkommt, sagt uns heute ein Gelehrter wie Knoll, aufgepasst, das ist eines der ältesten Psalmen. Und was wir hier hören, sind Spuren aus Mesopotamien. Also diese Spuren, von denen Sie sprechen, die gibt es. Jedenfalls vielen Dank für einen wirklich ganz tollen Vortrag. Dankeschön. Danke.